Hallo YouTube, ja, das iPhone feiert seinen 10. Geburtstag und ja, Apple hat jetzt das neue iPhone X oder 10 vorgestellt und ja, es ist ja wirklich sehr, sehr teuer. Da habe ich ein extra Video sogar gemacht, was man sich zum Beispiel um 1000 Euro alles kaufen könnte. Jetzt wissen wir, das iPhone kostet zumindest im europäischen Kreis statt 999 US-Dollar kostet es 1149 Euro in der geringsten Konfiguration von der Speicherplatzkapazität. Was mir komplett gefehlt hat, es fehlen die iPods und diesmal haben wir die bedeutendsten Modelle des iPods. Die möchte ich euch kurz näher bringen, die werden wir uns kurz zusammen anschauen. Ja, viele wissen, es ist ein tragbarer Walkman, also es hat den Walkman oder den Discman abgelöst und das war wirklich damals bahnbrechend, weil jeder wollte dieses Teil haben und das Markenzeichen war einfach diese weißen Kopfhörer im Ohr haben, weil da gab es sogar eine eigene Werbekampagne, wo halt dann die verschiedensten Farben sind und wo halt einfach nur die weißen Kopfhörer in einer schwarzen Silhouette drinnen sind. War ein Kultstatus das Ganze und jetzt gehen wir mal drauf ein, was waren die bedeutendsten Modelle von dem iPod. Ja, einmal der Original iPod, der allererste iPod, war natürlich noch nicht Windows-kompatibel, sondern exklusiv nur Mac-kompatibel und man konnte halt die ganzen Lieder vom Mac, vom iTunes dann drauf spielen. Ja, am Anfang wurde das Ganze halt noch sehr belächelt, wie kann das sein, dass man halt MP3s da drauf spielt und keiner hat das geglaubt, dass das mal so ein Durchbruch wird oder sogar die Rettung von Apple wird. Dann gab es noch den iPod Mini, den gab es in verschiedenen Farben und der hatte eine 1 Zoll Festplatte drin. Ja, der war wirklich richtig klein und für Apple war das irgendwie so der Wendepunkt von dem iPod Mini, wie sie den rausgebracht haben, weil jetzt wollte das wirklich jeder haben. Es war ein Lifestyle-Produkt, ein iPod zu besitzen und jeder wollte das haben und darum war es dann auch mehrfarbig heraus, weil einfach, ja, Lifestyle und Musik war damals Kult und ja, es ist eigentlich heute noch, nur es war halt damals anders und darum ist ja auch der iPod so ein richtiges Kultobjekt geworden. Man glaubt es kaum, es gab sogar noch den iPod Photo, man konnte dort dann Fotos draufladen und die Auflösung war minimal, also da haben wir gesprochen von 220 zu 176 Pixel von der Darstellung und mit 65.000 Farben. Ja, am Anfang wurde das natürlich wieder belächelt von allen, aber Apple ist natürlich wieder dem Ganzen treu geblieben, hat das wieder durchgesetzt und jeder wollte dann irgendwie seine ganzen digitalen Fotos auf den iPod herzeigen. Und da waren sie wieder wirklich Jahre voraus, weil jeder erinnert sich zurück, wie waren damals die ganzen Handy-Displays, also bevor wir die Smartphones hatten, war das noch nicht. Und ja, sie waren halt einfach wieder der Zeit voraus. Und Gott sei Dank, weil sonst hätte sich, glaube ich, so ein iPhone nicht so gut entwickelt. Oder vielleicht auch gar nicht die ganzen Ideen hätten da vielleicht sogar gefehlt. Ja, jetzt kommt ein iPod und zwar der Shuffle. Also das ist wirklich der kleinste iPod gewesen, was je rausgekommen ist. Und das war auch der erste iPod, der was einen Flash-Speicher eingebaut hat. Also keine Festplatte mehr, sondern nur mehr die Flash-Speicher. Ja, so wie es jetzt bekannt ist bei den ganzen Laptops, der Flash-Speicher. Das hatte auch schon der iPod Shuffle und das war schon das im Jahr 2005 aktuell von Apple. Also da waren sie wieder ein Stückchen weiter voraus. Ja, iPod Shuffle gab es auch in mehreren Generationen und Updates und Gehäusegrößen. Aber er hatte halt so einen coolen Clip, den konnte man sich dann irgendwo anklipsen und dann hat man immer dabei gehabt. Ja, und so wie beim iPod Shuffle kam halt dann noch der iPod Nano raus. Also der war wirklich richtig geil und da kann ich mich speziell an die Präsentation erinnern, weil Steve Jobs ist auf der Bühne gestanden und hat gesagt, okay, wir haben jetzt hier eine Jeans, wir haben jetzt den normalen Sack und dann gab es hier noch diesen kleinen Sack, also diese kleine Öffnung. Und da hat er dann den iPod Nano rausgeholt. Ich glaube, kleiner ging es damals gar nicht mehr und so viel Lieder auf so ein kleines Gerät zu bannen. Ja, und der nächste große Schritt war dann der iPod Video. Da konnte man sogar dann Videos anschauen und ich würde sagen, das war der Wendepunkt oder der Knackpunkt, wo Apple dann gesagt hat, okay, wir machen ein iPhone und das kann man sagen, das war irgendwie so der Vorreiter vom iPhone, der iPod Video. Ja, man könnte sagen, das war halt richtig so ein Paradigmenwechsel, weil wirklich schon Technologie drinnen war, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Also was damals abgegangen ist im Jahr 2000 oder in den 2000ern, was sich da entwickelt hat, sind eigentlich die ganzen Vorreiter von den ganzen Smartphones heute. Ja, und der letzte iPod, was dann rausgekommen ist, war der Classic und der ist rausgekommen 2007, wurde dann bis 2014 im Programm gehalten
Und ich glaube, er hatte um die 100 oder 200 Gigabyte Speicherplatz. Ja, und da hat dann wirklich einiges hinaufgepasst. Nicht nur die Videos oder die Fotos, nein, ich glaube, bis zu 100.000 Songs konnte man dann hier abspeichern. Ja, und dann kam noch raus der iPod Touch. Das hatte genauso ausgeschaut wie das iPhone, nur dass es halt keine Telefonfunktion hatte. Und man konnte hier Musik hören, später dann sogar noch Spiele spielen, Fotos machen, Fotos herzeigen und natürlich alle möglichen Apps dann runterladen. Ja, die Möglichkeiten waren riesig, aber ich möchte jetzt noch auf einen iPod eingehen, und zwar, das war der iPod Nano der sechsten Generation, und zwar, das war ein quadratischer, und da hatte man sogar die Möglichkeit, das Ganze auf eine Uhr zu geben, und da kann man wieder sagen, das war der Vorreiter jetzt von der Apple Watch. Und viele haben sich's gewünscht, dass das einmal die Apple Watch wird. Und ja, Apple ist wieder dem Ganzen treu geblieben. Und mir kommt irgendwie so vor, sie versuchen schon, damals haben sie versucht, mit dem iPod irgendwas zu probieren oder zu experimentieren, was dann vielleicht irgendwann mal kommen könnte. Sei es jetzt mit dem iPod dann zum iPhone oder sei es dann mit dem iPod dann zur Apple Watch. Also irgendwie sind das immer so kleine Versuche, was Apple hier wagt. So, das waren jetzt ein paar bedeutende iPods, die jemals rausgekommen sind. Habt ihr selber noch einen iPod? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Ich selber habe noch den iPod Nano in der Red Edition. Den habe ich mir damals gegönnt. Und ich hoffe ja, dass das Thema Red, also die ganzen roten Produkte von Apple, weiterhin aktuell sind, weil mir würde sehr gut gefallen, ein iPhone X mit roter Rückseite und schwarzer Front, oder sprich, was man halt dann noch sieht beim iPhone X, wenn das halt dann noch in Schwarz wäre. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen. Über ein Däumchen nach oben würde ich mich sehr freuen, und darum bis zum nächsten Mal, YouTube. Ciao, Baba.